Ja, guten Morgen. Dritter Tag auf dem Eurovelo 17 auf dem Weg zum Mittelmeer. Ja, ich bin jetzt hier so ziemlich genau um 8 Uhr gestartet. Also ich habe echt gedacht, ich könnte mein Zelt heute mal im Trockenen zusammenbauen. Ich hätte sogar fast gewettet, aber pünktlich um 6 hat es angefangen zu regnen. Richtig stark sogar. Es kam richtig was runter. Und ja, es hat aber dann wieder aufgehört, so um 7:30 ungefähr. Und ich habe mein Zelt natürlich dann wieder nass zusammenbauen müssen. Aber egal. So, ich fahre jetzt hier erstmal in den nächsten Ort. Da gibt es wohl einen Supermarkt. Und da werde ich meine Vorräte wieder auffüllen. Ja, mir ist eigentlich lieber in den kleineren Ortschaften in den Supermarkt zu gehen, weil ich schließe mein Fahrrad zwar ab, aber die ganzen Gepäcktaschen lasse ich am Fahrrad. Und ich glaube, in den kleineren Ortschaften, da ist das Risiko, dass etwas wegkommt, eigentlich kleiner wie in den großen Städten. Ja, dann geht es weiter nach Richtung Lyon. Wie gesagt, das sind ungefähr noch 30 Kilometer und ja, dann mal schauen, wie weit ich heute komme. Also so 130, 140 Kilometer habe ich mir vorgenommen. Jetzt schauen wir mal, da geht der Berg schon los. Jetzt muss ich aufhören, sonst komme ich da gar nicht hoch, muss ich runterschalten. Also, bis später. Da vorne kommt ein Lidl. Also ich bin jetzt auch mittlerweile schon im Nachbarort, weil in Jons, da gab es keinen Supermarkt. Und jetzt bin ich hier nochmal 3-4 Kilometer weiter auf der Hauptstraße lang gefahren. Jetzt bin ich gerade aus dem Supermarkt rausgekommen. Es hat natürlich mal wieder gegossen, geregnet, wie aus Kübeln, aber gut. Aber man sieht, hinter mir ist alles dunkel, da regnet es noch und vor mir, ja, da wird es langsam hell. Also ich glaube schon, dass halt noch die Sonne rauskommt. Aber jetzt warten wir es mal ab. Ja, der Weg führt jetzt hier richtig schön an der Rhone entlang auf einem, ja, kein asphaltierter Radweg, aber der ist sehr gut zu fahren und ja, fährt sich viel angenehmer hier auf der Hauptstraße. Jetzt habe ich mich eben wieder umgezogen, also da hinten kommt jetzt langsam die Sonne raus, also ich glaube, das wird noch ein richtig schöner Tag heute.
Ja, schade, der Weg ist jetzt eben rechts abgebogen. Es geht nicht mehr auf dem Deich entlang. War wirklich schön dort. Ich wäre dort gerne länger weitergefahren. Aber gut, wird hoffentlich seinen Grund haben. Vielleicht gibt es da vorne nachher keine Wege mehr oder sowas. Ich weiß es nicht. Jetzt fahre ich hier lang. Ich bin jetzt echt mal gespannt auf Lyon. Es soll eine große Stadt sein, auch sehr schön. Also ja, ich habe jetzt nicht vor, eine Sightseeing-Tour zu machen. Ich bleibe auf dem Radweg und fahre einfach durch. Und ja, aber ich bin gespannt auf das, was ich sehen werde. Und ja, den Rest habe ich halt eigentlich gesehen. Aber ja, ich bin ja auch nicht hier, um mir Lyon anzuschauen, sondern eigentlich um ans Mittelmeer zu kommen. Also ja, ich halte mich da nicht länger auf, ich fahre einfach weiter. Ja, endlich auch mein Zeichen mit Kilometerangabe. Ja, das ist so ein bisschen schade, also auf den meisten Wegweisern ist keine Kilometerangabe drauf. Und ja, wenn die Kilometer draufstehen, dann kann man sich einfach ein bisschen besser orientieren, aber ja, so ist es halt. Also eigentlich will ich mich auch nicht beklagen, ich bin überhaupt froh, dass es Wegweiser gibt. Weil wenn man ständig ins Navi schauen muss oder noch schlimmer, wenn man die Karten rausholen muss, dann verliert man einen Haufen Zeit dabei und insofern, ja, ich will mich nicht beklagen. Alles gut. Ja, ich nenne mich Lyon. Der Verkehr nimmt zu und die großen Straßen fangen an. Das sind jetzt vielleicht noch so 6-7 Kilometer. Und ja, der Radweg verläuft jetzt hier parallel zur, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, das ist sogar eine Autobahn hier. Aber ja, dazwischen ist nochmal ein breiter Grünstreifen. Ich höre den Verkehr, aber sehen tue ich ihn nicht und es lässt sich ganz gut fahren. Die ganze Zeit an der Rhone entlang und ja, überhaupt keinen Verkehr und lässt sich sehr gut fahren. Also kommen wir wirklich wunderbar durch. Ich bin jetzt mittlerweile schon bei 35 Kilometer. Ja, und so langsam kriege ich auch Hunger. Also ich habe heute Morgen einen Kaffee getrunken und zwei Zigs dazu gegessen. Ja, und so langsam brauche ich was Richtiges zu essen. Also ich suche mir jetzt hier eine Bank, dann werde ich erstmal Pause machen. We'll be right back.
eingestellte Radweg weicht jetzt hier von meinem Navi ab. Also mein Navi hat gesagt, ich soll auf der einen Seite lang fahren und ja, laut Ausschilderung habe ich jetzt die Rhone überquert und fahre auf der anderen Seite lang. Mal gucken. Auf jeden Fall, es geht Richtung Wien und jetzt muss ich halt mal den Schildern folgen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geschickt war, nicht nach dem Navi zu fahren. Ich habe natürlich jetzt irgendwo wieder Schilder verloren und fahre jetzt hier auf einer Hauptstraße parallel zur Autobahn lang. Aber jetzt umdrehen habe ich es auch keine Lust. Also ich kämpfe mich jetzt irgendwie durch. Ich hoffe, dass es nicht allzu lang geht. Aber am besten, dass es dann nochmal ein Schild kommt und ich auf einer ruhigen Straße lang fahren kann. Eben gab es ein Radzeichen, also es geht hier geradeaus. Und ja, mittlerweile habe ich sogar hier so einen eigenen kleinen Fahrstreifen für Fahrräder. Aber richtig schön zu fahren ist es nicht. Ich weiß nicht, ob der Weg laut Navi, ob der besser gewesen wäre, aber also viel schlimmer kann er nicht sein. Ist nicht wirklich schön zu fahren hier. Aber jetzt kämpfe ich mich ja weiter durch. Also ich weiß nicht, wie lange das so geht, aber irgendwann muss ich hier den Stadtverkehr mal verlassen haben. So, ich stehe jetzt irgendwo, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich habe sogar mal den Bikeline rausgekramt. Also ich müsste jetzt irgendwo hier, irgendwo in der Nähe sein, aber na, hier gibt es doch eine große Kreuzung. Das Blöde ist nur die ganzen Namen, die auf den Straßenschildern draufstehen. Ja, die stehen aber hier in der Karte nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob es auch nochmal anfängt zu regnen. Also eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr Navi habt, fahrt nach dem Navi. Das ist wesentlich einfacher. Jetzt gucke ich mal, ich fahre jetzt irgendwo weiter, irgendwo die Richtung und kämpfe mir jetzt weiter durch. Ja, ich hoffe nur, dass es nicht anfängt zu regnen. Also das wäre jetzt echt noch die Krönung, wenn es nur regnen würde. Oh je, weiter geht's. So, jetzt hat es eben doch angefangen zu regnen. Relativ stark, aber ich glaube, das ist nur ein kleiner Schauer. Da vorne wird es wieder hell und ja. Ich stehe jetzt hier momentan unter so einem Baum. Einigermaßen geschützt, also ich warte es hier kurz und ja, danach geht es weiter. Jetzt wieder die Regenklamotten anziehen und dann 5 Minuten später wieder ausziehen. Ne, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ich bin wieder auf dem Radweg. Ich hoffe es zumindest. Eben, da gab es einen Kreisverkehr. Das Fahrzeichen hat nach rechts gezeigt. Da bin ich die abgebogen, was falsch war. Ich hätte gerade ausfahren müssen. Na, ich bin dann kurz umgedreht, bin zurückgefahren. Und ja, ich hoffe, ich bin wieder auf der richtigen Straße hier. Ah. Das war das erste Zeichen seit bestimmt 3-4 Kilometer. Also das ist ziemlich blöd, wenn man durch die Stadt durchfährt und hat überhaupt keine Hinweiszeichen mehr. Also die hätten es ruhig mehr sein dürfen. Ich bin wieder auf meiner Navi-Strecke, Gott sei Dank, die werde ich ja so nicht mehr verlassen. Also es geht hier parallel zur Autobahn, an der Hauptstraße lang, das ist nicht wirklich schön zu fahren. Aber ja, ich bin jetzt hier gleich bei 60 Kilometer. Ich habe eben ja, also zwei so süße Apfeltaschen gegessen und will jetzt aber doch echt mal Pause machen. Aber momentan ja, will ich hier auch nicht anhalten. Ich weiß gar nicht, wo man sich hier hinstellen kann zum Mittagessen. Also, ja, ich hoffe, dass ich bald aus dem Städtischen draußen bin, dass wieder ein bisschen Grün dabei ist, wo ich dann eine Ruhe Pause machen kann.
Jetzt bin ich eben natürlich falsch abgebogen. Ist ja, wie gesagt, links rum statt rechts rum. Aber ich habe es gleich gemerkt, also kein Problem. Also der offizielle Radweg führt jetzt hier auf der anderen Seite der Gleise entlang. Ich habe von hier sogar ein paar Schilder gesehen. Nicht sogar ausgeschildert, aber ja, ich mache jetzt keine Experimente mehr. Ich folge jetzt hier meinem Navi. Das ist sicherer. Ja, es läuft jetzt auch gerade sehr gut. Ich habe einen leichten Rückenwind. Ich kann hier mit so 25, 26 Kilometer pro Stunde fahren und komme gerade wirklich gut vorwärts. Aber ich suche mir jetzt auch jetzt erstmal einen Pausenplatz. Ja, ich bin jetzt gleich bei 70 Kilometer, also ja, eine Pause muss jetzt her. Also bis hierhin waren es jetzt 70 Kilometer. Wir haben 1 Uhr vorbei. Ich mache jetzt auf jeden Fall Pause und ja, lief aber trotzdem sehr gut. Trotz Dillon und trotzdem Verfahren. Also bin sehr zufrieden. Ich komme noch gut vorwärts. Aber ich mache jetzt auf jeden Fall Pause. Hier ist ein schönes Plätzchen. Ja, kein Verkehr, schön ruhig. Und auch direkt am Fluss. Also perfekt. Ich bin jetzt in Vienne und ja, die Rhone, die dreht hier so ein bisschen, aber ich hoffe nicht allzu sehr, weil mit dem Rückenwind hier wird es wirklich gut. Also fährt man kaum unter 20 Kilometer pro Stunde und ich komme richtig gut vorwärts. Ich habe jetzt hier ab Vienne ja, leichten Gegenwind bekommen. Ich hoffe auf die nächste Flussbiegung und darauf, dass ich wieder Rückenwind bekomme. Also damit läuft es deutlich besser. Ja, Valencia ist angegeben mit 83 Kilometer. Mal schauen, wie weit ich komme, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe heute noch. Also das momentan hier ist eine wunderschöne Landschaft. Auf der einen Seite die Rhone und auf der anderen Seite ja, nur Weinberge. Richtig schön.
Also die Flussmündung habe ich erreicht. Ich habe wieder Rückenwind. Ja, also es ist ungefähr 20 nach 3. Die 100 Kilometer habe ich jetzt gleich erreicht. Also ja, läuft ganz gut heute. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich bin. Gegenüber auf der anderen Flussseite ist mal wieder ein Atomkraftwerk. Also schon das zweite, das ich jetzt sehe. Jetzt, wo die Sonne rausgekommen ist, ist es wieder richtig warm geworden. Also das Thermometer zeigt über 32 Grad an. Also, Gott sei Dank habe ich den Fahrtwind. Ey. Also der Radweg ist gesperrt. Umleitung ist auch nicht ausgeschrieben. Keine Ahnung. Jetzt mal gucken, wo ich lang fahre. Kann man nichts machen. Ja, eine Umleitung war jetzt nicht ausgeschrieben. Ich bin jetzt ein Stück zurückgefahren und hoch ins Dorf und fahre jetzt hier auf der Hauptstraße lang. Das müssen so 8 Kilometer sein. Aber mir kamen schon zwei Radler entgegen, also anscheinend ist von der anderen Seite auch gesperrt. Laut meinem Navi verläuft der Weg also hier ganz in der Nähe. Ich vermute mal, dass ich da vorne über die Brücke muss. Also werde ich da mal rüberfahren. Eine super Aussicht. Ich muss nur gucken, wie ich jetzt hier runterkomme. So, jetzt müsste ich wieder auf dem offiziellen Radweg sein. Das ist wirklich ein toller Radweg hier, eine tolle Gegend, schöne Landschaften, schöne Dörfer, also ich kann gar nicht aufhören zu filmen. Ich hoffe, dass der Film nachher nicht so lang wird. Ja, ich habe jetzt eben noch mal Pause gemacht, habe zwei Bananen gegessen und einen Apfel und ja, ich habe mir überlegt, wie weit ich heute noch fahre. Also Valenz ist mir eigentlich zu weit. Das sind jetzt noch ungefähr 45 Kilometer und wir haben mittlerweile 17 Uhr. Also ich habe jetzt mal geschaut in Tournon-sur-Rhône. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Da gibt es zwei, drei Campingplätze, noch einen Supermarkt und ja, das müssten jetzt ungefähr noch 30 Kilometer sein. Das werde ich jetzt mal anpeilen. Ja, ich glaube, da vorne geht es nochmal über die Brücke rüber. Schauen wir mal.
noch 17 Kilometer. Ich bin jetzt hier bei ungefähr 132. Ja, das passt dann. Das packe ich jetzt auch noch. So, auf geht's, auf die letzten 17, 16 Kilometer für heute und ja, dann wäre ich ungefähr bei, wie gesagt, 150 Kilometer. Das wäre echt okay. Also wenn ich morgen auch nochmal so viel schaffe, bin ich ein ganz schönes Stück vorwärts gekommen. Auch erstmal abwarten, was morgen meine Beine sagen. Also, es müssen jetzt ungefähr noch so 5-6 Kilometer sein. Ja, mir reicht es dann auch. Und ja, ich werde vorher noch zum Supermarkt gehen, werde mir nochmal Wasser kaufen und ja, vielleicht eine kleine Flasche Wein. Mal was zu essen, mal gucken, worauf ich Lust habe. Ehrlich gesagt hätte ich Lust auf Chips, aber ich weiß nicht, ob das so die optimale Nahrung ist, aber gut. Ja, jetzt schaue ich mal. So, beim Supermarkt war ich jetzt und ja, da vorne ist der Campingplatz. Ich guck mal, ob sie ein Plätzchen für mich haben. So, das Zelt habe ich aufgebaut. Ja, ist ein ganz netter Zeltplatz hier. Ich werde jetzt was kochen. Meine Nudeln, Chips habe ich zwar gekauft, aber zuerst esse ich die Nudeln und ja, dann werde ich den Abend ausklingen lassen. Das waren heute 149 Kilometer und 400 Höhenmeter und ja, ich glaube, ich brauche nachher noch eine Magnesium-Tablette und dann geht es morgen weiter. Ja, das ist richtig toll an dem Campingplatz. Ich habe sogar einen eigenen Tisch und ja, ich werde mich jetzt hier ein bisschen breit machen und dann werde ich kochen. Muss ich nur gucken, wo ich hier Wasser herkriege und dann ja, gibt es die Nudeln. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt hier wieder auf der richtigen Strecke, weil ja, es gibt mal wieder seit bestimmt 3-4 Kilometer überhaupt keinen Wegweiser.
Ah doch, jetzt gibt es eins, steht nur in die falsche Richtung. Also, das ist super, da muss man dran vorbeifahren, bis man es sieht. Richtung Wien muss ich. Okay, also man kann sich hier wirklich nur anhand vom Navi ein bisschen orientieren, wo man ist, wo man langfahren muss. Also ohne das wird es sehr, sehr schwierig werden.